So, ich will mal gucken. Laufe ich nicht runter? Erstmal. Weil ich das Gefühl habe, dass die da vielleicht sind. Obwohl, ist egal. So. Mission. Konntest du uns nur einfach so zurücklassen, Boss? Blödhammel! Denk doch mal nach! Ich musste es tun! Für den Schatz! Ich trage schließlich die schwerste Fleisch! Fleisch! Fleisch. Hörst du das? Was trägst du denn? Na, den Schatz natürlich! Und die Verantwortung als Boss! Ich brauche es zwischen die Zähne! Meint ihr, wir sind hier sicher vor diesem Alleskönner? Man darf Fleisch nur ganz leicht anbauen. Wir warten einfach hier, bis Schluss dieser mit dem Alleskönner uns vergessen hat. Ich hab so einen Hunger. Wann ist denn das Essen fertig? Wenn ich sage, dass es fertig ist, du Fressack! Es muss verdammt nochmal gut durch sein. Willst du mir sagen, dass das für dich dann durchaussieht? Riecht aber schon etwas verbrannt, oder? Klar. Fleisch nach Texas. So was! Habt ihr noch nie gegessen? Begeisterung, bitte! Warum sind das so Lackaffen? Ist mir wirklich großartig gelungen! Okay, Jungs, wie jetzt sind wir gerade an den Speck? Was zum Geier? Oh Mann. So, oh, lecker Backfisch. Damit ihr es wisst, die Keule. Oh nein, warum ausgerechnet jetzt? Reißt euch zusammen! Du verfluchter Mistkerl! Das ist es doch, was du willst, hä? Oh ja! Ich seh's an deinen Augen! Das gute Stück scheint ja wirklich ein kleines. Oh, komm schon! Aber das kannst du dir schön abschminken! Ich hab keine Zeit für Spielchen. Was machen wir denn jetzt? Nur die Ruhe! Ich hab nämlich einen genialen Plan! Ich nenne ihn Operation Opferlamm! Oh, Opferlamm! Opferlamm! Was ist denn ein Opferlamm? Ihr Idioten! Du natürlich! Hier, nimm das! Oh, komm schon! Können doch nicht so dumm sein. Nein, das ist mein Fleisch! Eine Pokémon im. Bösewicht den Pokémon in den Nutshell.
Und ist stärker geworden. Besiege das Opferlamm. Ich habe aber gut auf die Fresse gekriegt. Das sieht falsch aus. Also. Was zum Geier? Klar, sag mal, die Protosubstanz scheint sich wieder zu bewegen. Och, Chatley. Sie doch problemlos orten, oder? Klar, selbstverständlich. Ich habe auch schon das nächste Ziel der Banditen ausgemacht. Oh, komm schon, wirklich. Könnte ich nicht einfach. Könnte ich nicht einfach fertig machen? Ist auch wieder so eine. So eine leicht dumme Quest, die einfach nur darauf aus ist, damit wir durch die Gegend rennen. Naja. Oh, ich krieg langsam Hunger. Heute Mittag gab es Cheeseburger mit Kartoffelecken. Aber. Ach was, der ist ungenießbar. Okay, das ist lustig. Ich bin verwirrt von dieser absoluten Dummheit. Ich will, dass die Ares 2 Dingsbums kriegt. Besteht dieses Lied aus zwei Wörtern? Jaulas ist das so mies. Was zum Geier? Sie sollen uns zu ihrem Stützpunkt locken. Da schlagen wir zu. Verstehe. Brillant. Was? Bevor ihr die Verfolgung wieder aufnehmt, solltet ihr allerdings den Schlüssel suchen. Ach, echt, mach Sachen. Wird es sicher ein Kinderspiel. Na. Ah. Das war doch offensichtlich. Oh, welch Wunder. Da, wo die Schaufel ist, hat er den Schlüssel vergraben, damit ihn ja keiner findet. Was? Hä?
Noch, komm schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Schlüssel da nicht versteht. Naja. Na. No. Na okay. Das wäre auch zu offensichtlich gewesen. Ihr scheint den Schlüssel gefunden zu haben. Die Banditen sind übrigens in ihren Unterschlupf geflohen. Ach, mach Sachen. Könnt ihr euch die Protosubstanz diesmal sichern? Macht sie doch einfach platt. Einfach von hinten töten. Das ist sowieso scheiße, was wir hier die ganze Zeit machen. Weil die haben sie ja gefunden, theoretisch. Und die wollen ja eigentlich nur Geld daraus haben, um ein neues Leben zu machen. Und wir müssen denen jetzt ihre Existenz klauen. Finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Ist ja eigentlich unfair, ne? Wenn man es mal betrachtet. Ich meine, die haben hier niemanden bestohlen oder so. Und wenn die das auch so sagen würden, dann wäre, glaube ich, Tifa und die Eris, glaube ich, nicht auf Clouds Seite. Ich habe so das Gefühl, das könnte, da könntest du denen ordentlich was Böses. Einen bösen Floh ins Ohr setzen. Das könnte deren Unterschlupf sein, oder? Obwohl, hier ist auch möglich. Aber hier will ich auch mal rein. Geht das? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Das ist so blöd. Dafür natürlich. Aber wo führen wir ihn denn hin? Kannst du nicht einmal dein Hirn einschalten? Wenn er uns hier tot liegen sieht, zieht er sofort wieder ab. Tote muss man schließlich nicht nochmal töten. Du bist so schlau, Boss. Das ist der geniale Plan, der uns schon mal das Leben rettete. Operation Ausruf. Das ist so dämlich. Niemals.
Träum weiter. Okay, aber 7000. Nein. Schuss auf Eier! Denn hier ist der Platz! Ihr miesen Betrüger hattet eure Chance! Das Firmenwasser sind ja weg, der K.O.K.G. K.O.K.G. Au! Jetzt oder nie. Beste geht. Ziemlich schwach. Der Feind ist geschwächt. Au! Ich bin geschockt. Alter, ich fühle mich ja richtig schlecht gerade. Haut endlich ab! Ich hab die Faxdicke! Faxdicke, Faxdicke! Faxdicke, dicke Faxdicke, Faxdicke, Haxen! Mit dem Geld hätten wir so eine geile Haxe. Mehr wollten wir doch gar nicht, verdammt! Genau! Zum Beispiel unsere eigene Firma gründen und ihr mal Handel betreiben! Wollen wir Ihnen nicht wenigstens ein bisschen was anbieten? Wie wär's mit 2000? Das wäre gemein. Seht ihr? So schließt man einen echten Handel. Und keine krummen Touren mehr ab jetzt. Schluss mit dem sündigen Leben! Die Firma Beck GmbH und K.O.K.G. haben die ehrlichsten Ehrenmänner überhaupt! So sieht's aus! Das ist doch so doof, ey! Ab heute bin ich nicht mehr der Boss, sondern der Direktor! Und ihr seid meine Angestellten! Ja, also das Entwicklerteam von Pokémon Karmesin. Und Purpur. Was sind denn Angestellte? Los, entwickeln wir Karmesin so schlecht wie wir können. Ob das für einen Neuanfang reicht? Wer weiß. Naja, hat ja viel Geld eingebracht. Nintendo hat Nintendo viel Geld eingebracht. Auch wenn sie Scheißdreck verkauft haben. Das ist eigentlich keine Nebenquest, das ist eine Dokumentation. Was ist das? Ja, einfach so random. Sein durchdringender Blick gefällt mir. Fragt sich nur, ob er auch im Kampf bestehen kann. Alter, so viel Rüstung wie du hast, dürftest du dich kaum bewegen können, aber was oder wer war das?
So true. Cloud, herzlichen Glückwunsch zur Sicherstellung der Protosubstanz. Sieht man mich eigentlich noch? Ja, ne? Hoffe ich. Die Analyse läuft. Falls ich weitere Protosubstanzen orten sollte, melde ich mich. Na, geht so. Ach ja, und es gibt da noch eine Sache. Ich habe vorhin eine leichte Interferenz festgestellt. Gesichert kann ich noch nichts dazu sagen. Aber möglicherweise suchen auch andere nach Protosubstanzen. Warum das? Das versuche ich herauszufinden. Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Wie sieht's bei dir eigentlich aus mit deiner Online-Mitgliedschaft, Justin? Hast du da schon eine? Oder wieder? Bei... Wo wir gerade von schlechten Pokémon-Spielen sprechen. Nicht zugehört, Entschuldigung, wegen Pokémon-Mitgliedschaft, nicht Pokémon, hier Online-Döns. Habe ich noch nicht. Schade. Hätten wir noch eine Runde Mario Kart spielen können. Später. Mokrihäuser erinnern in der Form mehr an große Pilze und werden von Fabelwesen namens Mokris bewohnt. Das ist bei Gabba Gandalf. Alter, das ist... Ich würde so in keinen Pilz treten. Aber was? Bin heute auch so ziemlich antriebslos, zu nix eine Lust. Eieiei. Herzlich willkommen, Kubo! Oh, wei. Was? Meine Kinder wollen nicht zurückkommen. So kann ich den Laden nicht öffnen, Kubo. Was zum Geier? Deswegen hätte ich eine Bitte an dich, Kubo. Oh wei. Geht ganz schnell raus. Ich sammle die Kinder ein und bring sie allesamt zurück ins Mokrihaus, Kubo. Wenn du das tust, kann ich auch den Laden endlich wieder öffnen, Kubo. Was zum Geier? Scheiß Fury. Du hast Tifa ja, und Eris. Ich mach's. Vielen Dank, und lässt dich vor so... Alter, Cloud, du bist doch echt eine Tranfunzel. Schleudere die Kupo. Kann ich da nicht einfach Anlauf nehmen und die treten? Warte, was? Was zum Geier spiele ich hier gerade? Bananen, was passiert eigentlich, wenn ich da reinrenne? Was? Ich hätte einfach Anlauf genommen, hätte die da zum Haus getreten, in die Flügel oder die Beine gebrochen. Danke dir, Kubo. Jetzt kann ich endlich den Laden öffnen, Kubo. Och du Scheiße. In meinem Laden gibt es viele Raritäten und Schätze. Du kannst sie gegen Mokri-Medaillen eintauschen, Kubo. Wieso? Wieso habe ich ihnen nicht die Flügel gebrochen?
Können wir dem nicht alles Genick brechen und den Laden klauen? Nicht genügend Mokri-Medaillen. Materia-Ohrringe. Schwertkunstband 1. Okay, wie viele Mokri-Medaillen habe ich? Ah, eine. Ah, Band der Kampfkunst. Ich glaube, das war so ein Ding. Es gibt insgesamt noch 6 weitere Mokri-Häuser. Ach du Scheiße. Ich würde mich freuen, wenn du auch dort helfen würdest, Kubo. Je mehr Läden wieder öffnen, umso mehr Waren können wir anbieten. Das können wir aber nur mit deiner Hilfe schaffen, Kubo. Alter Schwede. Kannst du da nicht Hackfleisch draus machen? Ich habe doch die gesamte Bande jetzt hier. So ein Mokri-Eintopf. Ah, so ein Mokri-Gulasch. Das wär's. Ist vielleicht nicht das Gesündeste, wenn ich irgendwie irgendein Vieh sehe und erstmal ans Essen denke. Schatzversteck. Gibt's auch ein Schatzversteck. Dann lass mal gucken, was wir so finden. Gefundene Schätze. Das ist einer. Ah. Wir sind hier an der Windmühle. Drei Heiltränke. Oh, kann man mal mitnehmen. Muss mich auch selbst noch mal irgendwo an der Bank heilen oder so. Phönixfeder, geil. Nimm ich mit. Äther. Hügel der Jägerbrise abgeschlossen. Super. Lass mich raten, wir kommen da nicht hin, weil ich, nicht den offiziellen Weg gegangen bin. Na doch, geht. Na. Nee, weiß nicht. Majoran. Könnten eine Spitztour zum Turm machen, oder? Klar. Ich bin bereit. Verdammt! Lass das! Überlass das mir! Nein, Einsatz!
ziehe dich nicht zu überstürzen. Ich bin los. So, genau her. Ich weiß nicht, nein. Oh, diese scheiß Wölfe! Naja, nehme ich mal einen Trank. Dieser Trank ist schwach. Gehe ich aber erstmal hoch. Da gibt es bestimmt noch irgendwas zu finden. Ja, passt schon. Die Mädels haben ein bisschen wenig HP, vor allem die Eris. Ja, mit auf den Turm müssen die jetzt nicht zwingend kommen. Oh, 2 Mokri-Medaillen. Okay, das ist gar nicht schlecht. Warte mal, ich habe doch Gegenstände. Notiz des Wagenbauers. Playart-Sitzbank. Mokri. Warum? 5 Mokri-Medaille? Ich habe doch eben dieses komische Buch bekommen hier. Eine Einführung in Schwertkunst, mit der sich die Waffenpunkte fair. Okay. So, ist der Zui eigentlich noch da? Nee, ne? So wie es aussieht. So, ich würde hier gerne nochmal zu einem Chocobo-Haus gehen. Zu so einem Mokri-Haus, weil ich habe noch 5 Münzen. Ah, kostet 6 Mokri mit. Hä? Summe 5. Und wo sehe ich meine? 5 habe ich, okay. Ja, Äther und so einen Kram brauche ich nicht. Aktuell nicht, nein, Kupo. So, gehen wir mal dahin. Und laufen hier mal weiter. Noch ein Turm. Interessant. So. Warte mal, Moment. Ich bin doch hier.
Ja, erkunde. Hä? Mach ich doch oder nicht? Oder ist es hier unten in der Höhle? Kann natürlich auch sein. Na dann. Oh. Schrein von Titan. Früher glaubten die Menschen, dass der Zorn des Titans verantwortlich für Erdbeben sei. Das Erntedankfest in Kalm wurde ursprünglich abgehalten, um Titan ein Opfer darzubringen und ihn damit zu besänftigen. Natürlich ist es Aberglaub, aber solche Sachen fand ich tatsächlich immer so ein bisschen schön. Also, hätte mir Spaß gemacht, tatsächlich. Wenn es halt natürlich bei einem normalen, ne, Sachen gewesen wäre. Keine Ahnung, ein bisschen Ernte oder sowas. Das wäre cool gewesen. Also, so einfach so ein Gemeinschaftsfest. So, Materia-Stufe gestiegen. Okay, das ist nicht schlecht. Dank deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle auf dem Das Wasser müssen wir beim Phönix machen, auf jeden Fall. Titan zu einem noch stärkeren Mitstreiter werden. Herzlichen Glückwunsch. Ist es eigentlich so dunkler besser? Ich weiß es nicht. Aber ich befürchte, nein. So, wir machen den Titan recht stark als Begleiter. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwas bringt oder nicht am Ende. Aber ich würde sagen, wir haben hier gut was weggeballert. So, nehmen wir mal die Chocobos. Segen des Planeten. So, eine Schnellreise zu aktivieren ist eigentlich immer ganz praktisch, aber ich befürchte, dass wenn wir alles erkundet haben, dass wir die nie wieder brauchen. Naja, Hauptsache wir kriegen diese scheiß eine Feder, diese Kackfedern. Ja, eines Tages, ne? Haha, Chicken McNuggets. Du, ich und KFC. Ich hoffe nur, dass ich nicht unterlevelt werde. Wenn ich die ganze Scheiße hier mit diesen kleinen Viechern so ein bisschen ignoriere. Ich empfange Signale eines außergewöhnlichen Organismus. Seltene Elferdunk-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Wegen seines duldsamen Charakters wurde der Elferdunk von den Menschen domestiziert und in der Landwirtschaft oder im Transportwesen eingesetzt. Manchmal muss der sogar als Kriegselferdunk herhalten. Die
die ungewöhnlich gefärbte Haut und die Stoßzähne einiger seltener Exemplare waren ein beliebtes Material für das Kunstkraftwerk. Da die Weltverdunkelheit und aber der Zeitraum zum Schutz wurde er nach und nach durch den Schokobo verdrängt. Heutzutage trifft man nur noch vereinzelt auf bildliche Weltverdunkelheit. Einige Exemplare sollen wohl sehr aggressiv sein. Damit diese nicht zu einer Gefahr eiskalt! Sehr gut! Keine Kopf! Ja, das sieht doch ganz gut. Abgeschlossen. Super. Was ist denn los, Chatley? Das ist super. Das Interessante ist, dadurch, dass ich jetzt alles über den Fernseher laufen lasse, kann ich theoretisch mehr. Kann ich eigentlich noch nebenher mit euch kochen, weil ich voll Hunger habe. Funkturm in den Sümpfen. Aber hier oben sieht alles ganz gut aus. Ja, hier habe ich noch einiges zu. Vitrinenminen. Ja, hier habe ich noch einiges zu kennenzulernen. Warte mal. Kann ich hier nicht rechts lang? Eigentlich die Karte ein bisschen aufdecken. Aber eigentlich brauche ich das nicht zwingend. Muss das wirklich sein? Der Feind hat geschwächt. Gute Arbeit. So halb-halb würde ich sagen. Ach so, ja, da bist du ja. Halten wir uns hier mal links ein bisschen auf. Hier ist noch was. Was haben wir denn gefunden? 1131, wie kommt 1131 Skill. Okay. Verstehe ich jetzt nicht.
passte nicht mehr ins Inventar Eisenerz. Sag mal, sind wir voll oder was? Also hier. Ich will keinen Ärger. Erstmal nach oben looten. Erst der Loot, dann das Vergnügen. Jetzt machen wir mal ein bisschen andersrum. Hallo, Krähen. Mokri-Medaillen. Oh, das ist gut. Da sammle ich noch ein paar, bevor ich mir bei den Mokri-Häusern die Dinger kaufe. Super. Gibt es noch Fotos? Ja, interessiert mich aber relativ wenig. Na gut. Ich würde tatsächlich jetzt gerne mal speichern. So. Destiny 2, die finale Form Reisens. Gleiche. Was? Destiny 2? Ach, ich muss mir irgendwas zu essen machen. Ich hab Hunger. Mal kurz meinen Fernseher aus. Eieiei. Irgendwas muss ich mir zu Spachteln machen. Die Frage ist nur, was? Irgendwas aus der Pfanne oder so. Ich habe ja für sowas immer noch einen kleinen... Tortellini, Käse, Sahne, Soße oder Hähnchenpfanne. Ich habe noch Brot eingefroren, das könnte ich mal auftauen. Barmi Goreng, oh, das war auch lecker. Ja. Also, Justin ist heute also so antriebslos. So, so, dieser gute. Wir könnten ja die Kameraaufnahmen wechseln, wenn es welche gibt. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Eigenschaften? Video konfigurieren? Nein. Ja, wollte doch schon sagen, das ist doch eine 1080p-Kamera. Warum sollte ich hier das Gerätestandard benutzen? So, naja. Bin heute auch nicht so antriebslos. Naja, hält sich in Grenzen. Ich hoffe, man sieht. Ich mache eigentlich nichts Besonderes. Ich mache mir jetzt gerade nur mal ein bisschen was Dingsbums an.
etwas Öl in der heißen Pfanne. Naja, Öl habe ich ja noch. Ach ja. Ah, ja, klar. Ich bin ja noch in der Aufnahme.